Aber das mit der Riesenspinne hätte ich mir echt verkneifen sollen. Sproing. Peitsch. Vor allem lief es eigentlich ziemlich gut. Na gut, nächstes Mal. Nix. Wobei ich verdächtig wenig Kletterhandschuhe im letzten Leben hatte. Fällt mir gerade so auf. Oh, da sind ganz schön viele Leitern. Aber keine führt runter zur Blondine. So. Hier. So, komm runter. Kannst du überhaupt durch? Nee, kannst du nicht. Okay, dann komm hier. Peitsch. So. Oh, Spinne. Peitsch. Bomben, 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 Bomben. Seile. Du kommst mit. Irgendwo war hier noch was. Genau, einmal ein... Komm. Du. Du, und ich sollte sie nicht so lange weglaufen lassen. Sonst macht sie Unsinn. Oder fällt irgendwo ein. Zing, zing, zing. Hey, ich wollte dich gerade werfen. Ja, doch. Schöne erste Etage. 13.000 Gold. Mit. Aha. 14.900. Und Küsschen und kein Leben verloren. Also das kriegen wir einigermaßen hin. Sind irgendwie die nächsten Etagen immer schwerer werden. Ah, Bomben. Kompass? Ja, komm, Kompass kann auch mit. Damit wir schnell wissen, wo wir hinlaufen müssen, falls denn mal ein Geist kommt. Man kriegt keinen Bonus von Kali, wenn man auf ihrem Altar was tötet. Schade. Achso, Schlangen, ne? Kann man über dem Shopkeeper lang? Noch Seile zum Gucken haben wir, ja? Nee, kann man nicht. Ich glaube, wenn wir durchsprengen, hat er was dagegen. Also müssen wir hier irgendwo durch. Aber hier werden wir zweimal sprengen müssen. Wir werden überall zweimal sprengen müssen. Oh, warte. Lauf. Peitsch. So. Und dann sprengen wir uns direkt beim Eingang durch. Denn wenn was schief läuft, können wir einfach ganz schnell wieder raus. So. Jetzt müssten wir eigentlich auch gleich zur Spitzhacke kommen. Eigentlich. Und eigentlich haben wir jetzt schon drei Bomben verballert. Und werden eine vierte verballern für die Spitzhacke. Genau. So, wir hätten gerne Peitsch. 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 Springen. So. Nein, ich wollte ein Seil schmeißen. Keine verdammte Bombe. So. Wenn eine Kiste vorsteht. Okay, wir haben gelernt. Wenn eine Stein-Pfeilschießfalle vor einer Kiste ist oder hinter einer Kiste ist, dann ist die Falle noch nicht ausgelöst unbedingt. So, Auge des Horus. Mitnehmen. Dann haben wir gleich wieder 4 Herzen, ist okay. Spitzhacke mitnehmen und Gold suchen. Oh, da ist schön. Aber der Geist... ist schon da. Okay, raus. Ja,
Das mit der Falle ist ein bisschen ärgerlich gewesen. Genau vor der Kiste denkt man sich, ach ja, einfach die Kiste aufmachen, die Falle ist schon ausgelöst. Nee. Vor allem kann man auch nichts vor die Falle dann werfen, weil die Falle nicht sieht, weil vor ihr eine Kiste ist, richtig? Oh. So. Zing, zing. Kaputt. Ich würde gerne weiter nach links gucken können. Oder rechts, je nachdem. Oh. Oh. Das war nicht schön. Und da ist noch eine Falle, die ich erstmal auslösen müsste. Hiermit. So. Und ganz oben irgendwo ist noch unsere Spitzhacke, die ich auch ganz gerne hätte. Also, erstmal dich auslösen und weglaufen. Okay, Bombe ist nicht explodiert, das ist schon mal gut. Dann kommst du da rein. Wir wollen nach oben. Dann hätten wir gern die Bomben und das Überraschungspaket. Klebepaste. Nein, oh. So, keine Seile mehr. Da ist unsere Spitzhacke. Du wurdest schon ausgelöst, richtig? Was passiert eigentlich, wenn wir unter dem Ding weggraben? Oh, okay, das passiert. Wo ist der Götze? Müsste doch eigentlich irgendwo auf dem Boden liegen. Oh. Yeah. Nö, kein Götze. Okay, also man sollte nicht unter dem Götzen langgraben, weil er wird von dem Stein zermahlen. Kaputt. Dich können wir auch nicht zerhauen. Na gut, wieder was gelernt. Und das ganze Leben eigentlich versaut, weil wir jetzt nicht weiterkommen, weil der Typ in jedem Level auf dem Sakko sein wird. Aus. 2 Leben. Obwohl, wenn wir jetzt in den Ding... Mist. Wenn wir jetzt in den Dschungel wechseln, sind da die Dschungelhändler auch aggro auf uns? Ich glaub nicht. Falsch. Nein. Warum bist du nicht runtergefallen? Och, Menno. Ja, so will ich nicht weiterleben. Das war nicht so schön. Schnell Neustart. Also. Ich tue jetzt immer so, als wenn das eine Tagesaufgabe wäre. Also ich will jetzt keine Götzen einsammeln. Ich will kein Risiko eingehen. Und möglichst weit vorankommen. Und möglichst wenig Ressourcen verschwenden. Was jetzt aber, glaube ich, bestimmt schwierig sein könnte. Ah, doch, geht. So, wo schreit jemand um Hilfe? Nicht hier. Das hätte ganz schön ins Auge gehen können. So, da ist eine Steinfalle. Dich lösen wir mal aus. Da ist gerade Blut geflossen. Also muss irgendwas in dem Dingens gewesen sein. Da ist noch eine Steinfalle. Da ist die Blondine. Wo wir nicht einfach so rankommen. Komm, geh kaputt. Okay, Schlange ist nicht so teuer. Oh, Skelett. Komm her. Alles gut, alles gut, alles gut. Also, wir brauchen...
Okay, wir springen uns hier durch. Machen den Seil wieder raus. Ja. Oder wollen wir uns noch weiter nach unten springen? Nee, komm, dann merke ich nachher wieder, dass wir keine Seile haben. Das wäre nicht so schön. Du warte mal ganz kurz hier. Oder lauf einfach sofort schreiend runter. Das sah auch komisch aus. Die Peitsche war schon eigentlich wieder auf dem Rückweg und der hat trotzdem noch Schaden gemacht bei dem Flatter-Ding. Skelett. Auch sehr schön beim Ausgang. Ist auch so, läuft automatisch rein, ne? Ja. Oh, okay, und raus. Ein bisschen wenig Gold fürs erste Level. Aber sonst halt Standard, ne? Nicht getroffen worden und Küsschen. Und Schlangen. Die Katze gleich daneben. Ja. Oh, wir müssen gar nicht springen. Sehr schön. So, eine Vase hätte ich gern gehabt. Oder so. So. Achso, es ist gar nicht die Schlangenecke hier. Oh, sind da viele Edelsteine. Nee, komm. Mitkommen. Hier wollen wir hoch. Das alles mitnehmen. Und da rechts ist die Schlangenecke. Oh, warte mal. Können wir irgendwie vorausahnen, in welche Richtung die Kugel fährt bei dem Götzen? Das wäre mal sehr praktisch. Und ich würde eigentlich ganz gerne du da lang. Reicht nicht, hm? Ne, da ist keine Verbindung. Okay. Oh, oh, Mist. Warum habe ich Schaden genommen? Fallschaden? Okay. So, kommst du mit? Nein. Ich hatte doch extra die Blondine vor mich gehalten. Nicht schön. Roing. So. Peitsch. Du Bombe. Sehr schön. Mitnehmen. Weg nach Hause freihauen. Blondine mitnehmen. Den Edelstein werde ich erstmal da lassen müssen, denke ich. Au! Ich sollte weniger mit der Blondine arbeiten und weniger auf sie zählen. Weil irgendwie, wenn ich sie als Waffe missbrauchen möchte, dann trifft sie in dem Zeitpunkt gar nicht. Aber ja. Allgemein sollte ich vielleicht eh lassen, dass sie so viel Schaden nimmt. Weil irgendwann ist jetzt bestimmt, dass sie dann zu viel Schaden nimmt und stirbt. Genau dann, wenn ich es brauche. Tja. Mir sträuben sich die Haare. Das kenne ich noch gar nicht. Wow, okay. Das ist übrigens auch keine gute Idee. Kommt da nochmal was? Nö. Da ist gar nichts drin. Hm. Okay, das war lustig. Jetzt noch irgendwas? Also das sind immer diese komischen Eier an den Decken. Oh, und ein Charakter. Und ganz viele Spinnen. Wir hätten gerne ganz viele Bomben zum Spielen. So viel dazu, dass das so gespielt wird, als wenn es ein Tagesquest-Run wäre. Hm? So, du bist K.O. Wir sorgen auch dafür, dass du K.O. bleibst. Komm, stirb. Jetzt bist du ganz tot, ne? Ja, ich glaube schon. Okay. Bombe Nummer 1. Jo.
war Spinne Nummer 1. Neuer Charakter freigeschaltet. Oh, und das ist dieser, den unser Platz Nummer 1 vorhin hatte. Die da. Die so aussieht, wenn sie tot ist. Und so, wenn sie fliegt. Das sind ganz schön viele Spinnen. Aber umso besser. Die bringen jeweils 2 Edelsteine. Oh. Spusch. Schön da stehen geblieben. Zing. Dich nehmen wir mit. Also ja, das scheint, dass mir läuft es kalt den Rücken runter oder was auch immer das war, zu bedeuten. Es gibt einfach sehr viele Spinnen in dem Level. Genau die da. Oh, und da ist der Schlüssel. Au. Ah, Physik. Au. Oh. Das Ding müssen wir auch wieder auslösen. Genau so. Du. Blondine sollten wir noch gleich abholen. Oh oh. Ja, abkürzen. Genau, komm mit. Rein da, weg hier. Sehr, sehr chaotisch. Aber wenigstens haben wir schön viele Bomben. Oh, falsch. Das kommt mit. Ich will endlich einen Kletterhandschuh haben, verdammt. Oh. Okay. Die Steinfalle konnten wir nicht auslösen. Die hier können wir auslösen. Falsche Richtung. Und die wurde schon ausgelöst. Gold, Gold. Irgendwo schreit eine Blondine. Oh, 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 oh. Da sind ganz schön viele von euch. Da ist ein verrückter Shopkeeper. Noch mehr. Oh. Die machen sich gegenseitig Schaden. Okay. Man lernt nie aus. So, dich. Alle hopp. So, du kommst mit. Wir müssen unbedingt wieder auf 4 Herzen kommen. Da laufen wir durch. Zing. So. Au. Ich will die Kiste da unten haben. Wart mal. Ja. Nein. Das tat weh. Okay. Ich denke, ich sollte für heute Schluss machen. Und wir sehen uns morgen wieder.